got it. You drive me out of my mind. Drive, driven, gave, given. It's dangerous to stay. And I say drive, driven, gave, given. I gave myself away. You drive me crazy, you're lazy, calling my name. You drive me crazy. Ja, meine Freunde, ich stehe jetzt hier auf einem wunderschönen Stellplatz, schon seit gestern Abend. Der Platz ist echt schön, mitten in den Bergen, an einer riesigen Schlucht, die ich gestern durchwandert habe. Wunderbar. Und ich stehe aber sehr geschützt hier, hinter so einem dicken Gebüsch, und es lässt sich also gut aushalten. Ja. Und da will ich mal sehen, wie die nächste Nacht wird. Aber morgen geht es dann weiter, und wo ich dann hinfahre, weiß ich noch nicht. Das gucke ich mir jetzt gleich mal aus. Also bis später. Ja, guten Morgen meine Lieben. Wie ihr seht, heute ist Wandertag. Eigentlich waren für heute 6 bis 8 Windstärken angesagt. Bis jetzt haben wir sie aber noch nicht. Ja, ich habe da unten so einen tollen Stellplatz, dass ich mir einfach dachte, ach weißt du was, ist so schön hier, dann bleibst du einfach noch eine dritte Nacht, was soll es. Zu essen habe ich noch genug, Wasser habe ich genug, Toilette ist leer, und schaut euch mal diese geniale Landschaft hier an. Ist das nicht der Hammer, da kann man noch mal wandern gehen. Ja, habe mir eine Tour ausgeguckt, die ungefähr 7, 8, 9 Kilometer lang ist, genau weiß ich nicht. Soll ca. 150, 200 Meter Höhenunterschied haben, und führt mich von jetzt an zu einem wunderbaren Stausee, an dem ich vorige Tage auch schon mal an so einer verrotteten Kirche übernachtet habe. Aber da hatte ich auch einen schönen Wanderweg entdeckt, und den möchte ich jetzt mal gehen. Hoffentlich finde ich ihn nochmal. Ja, jeder, der meine Videos verfolgt, hoffentlich, hat dann irgendwann noch mitgekriegt, so vor 2,5 Jahren oder was muss gewesen sein, oder vor 1,5 Jahren, dass ich einen Fersensporn habe. Und zwar am linken Fuß war es besonders schlimm. Ja, und eine aufmerksame Followerin von mir, von meinem Kanal, hat mich darauf hingewiesen, mir doch ein, ja es ist kein Medikament, sondern es ist so ein homöopathisches Mittel, das heißt Hekla Lava in der Potenz B12 zu kaufen und das regelmäßig zu nehmen. Es hätte ihr also sehr geholfen. Das habe ich gemacht, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es ein ganzes Jahr regelmäßig genommen, und heute bin ich fast, muss ich sagen, fast beschwerdefrei. Da bin ich sehr glücklich, dass sie damals so aufmerksam war und mir das geschrieben hat. Das hat mir sehr geholfen. Sollte sie dieses Video sehen, möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal recht herzlich dafür bedanken. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen, weil der Wind ist jetzt doch da. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. Fucked up and done. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fake. Ja, ich muss sagen, ich mache mich jetzt so langsam schon wieder auf den Rückweg. Bin auch schon etliche Kilometer jetzt gelaufen. Das Wetter wird nicht unbedingt besser, die Bewölkung zieht sich zu, und der Wind hat auch zugenommen, und ich denke, 15 Kilometer werde ich hier zusammenkriegen und dann ist auch erstmal gut. Einen Tag später. Ja, Freunde, ich bin wieder unterwegs zum nächsten Stellplatz. Eigentlich hatte ich ja vor, auf dem anderen Stellplatz noch eine Nacht zu bleiben, aber der Nachbar von mir hatte, als ich von der Wanderung zurückkam, einen Zettel am Auto kleben, dass es in der Region Valencia verboten ist, über Nacht stehen zu bleiben. Bei mir klebte kein Zettel dran. Ich habe dann aber entschieden, doch weiterzufahren. Wenn die nochmal wiederkommen, dann weiß man nicht, wie das ausgeht. Ja, Google Maps schickt mich wieder über recht kleine Straßen. Und Spanien ist so ein Traum, das spanische Inland. Also ich bin jetzt oberhalb, eigentlich schon an Valencia ein Stück vorbei, durch die Berge, aber nur ein kleines Stück. Und ja, und jetzt habe ich auch schon bestimmt seit 20 Minuten kein Auto mehr gesehen. Also das wäre natürlich, wenn hier am eigenen Fahrzeug was kaputt geht, eine ziemliche Katastrophe. Aber schaut euch mal diese Aussicht an. Also ich bleibe jetzt hier im Auto sitzen und filme aus dem Auto raus, weil es so windig draußen, würde man wieder keinen Ton verstehen. Ne? Auch da hinten schaut man in die pechschwarzen Berge rein hier in Spanien. Und ich glaube, also viele gerade Flächen gibt es hier nicht. Also hier, soweit ich das sehe, das ganze Land ist irgendwie bergig. Endlich angekommen. Ja, Wetter wird deutlich schlechter hier. Wir haben Gewitter, höre ich. Es ist noch nicht hier, aber es kommt näher. Und Sturm kommt auf und es fängt an zu regnen. Ich bin gespannt, was sich hier entwickelt. Jetzt geht es aber richtig ab da draußen. Sturmböen peitschen hier lang. Der Himmel verdunkelt sich komplett. Und es regnet wie aus Eimern. Nach dem großen Regen. Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe mir gedacht, heute neuer Tag, neue Tour. Gestern bin ich am Wohnmobil geblieben, das hat geregnet wie Teufel. Und heute wollte ich dann doch mal mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich mache jetzt so einen kleinen Spaziergang von 5 Kilometern. Hatte mir ein schönes Ziel ausgeguckt. Ramon Bridge heißt sie. Da unten irgendwo muss das sein. Und Google Maps zeigt ja auch einen Weg an, aber das ist ein bisschen schwierig. Da muss ich mal schauen, ob ich den hier irgendwie finde. Ja, erstmal geht es querfeldein hier, würde ich sagen. Ja, ihr seid dabei. Naja, ich sag mal, da ist zwar eine wunderschöne Natur hier, aber den Weg, sag ich mal, den kann man nur mit viel gutem Willen irgendwo erahnen. Hier vorne ist vielleicht so ein Stück da irgendwo, na, hier könnte sein. Hier sind mal ein paar Steine aufgestapelt worden. Aber ich habe jetzt auch nur die leichten Wanderschuhe an und ich will mir hier auch nicht irgendwie wehtun. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, das ist schon sehr abenteuerlich, hier rumzuklettern. Aber hier unten ist irgendwas gewesen früher und dahinter muss die Brücke sein. Wenn ich ein bisschen links schwenke, ja, hier unten ist der Stausee. Aber ich gehe hier nicht weiter, weil ich habe keine Lust, mir hier wirklich den Hals zu brechen. Auf jeden Fall war es mal ein schöner kleiner Spaziergang. Und ich will mal sehen, ob ich vielleicht die Brücke da, und wenn ich ein bisschen um die Ecke gehe, ob ich die da filmen kann. Ah ja, da unten ist die Ramon Bridge. Aus längst vergangener Zeit noch übrig geblieben. Wahrscheinlich bei höherem Wasserstand immer abgetaucht. Naja. So, also gelohnt hat sich die ganze Aktion überhaupt nicht. Die Brücke ist auch nicht sehenswert oder irgendwas. Also da habe ich die ganzen Knochen verschrammt unten und ja, das würde ich auch kein zweites Mal machen. Aber das Problem ist, man weiß es eben vorher nicht. I've been doing some soul searching to find out where you at. Ja, das war jetzt also meine Erfahrung hier mit der Romana Bridge und naja, querfeldein ist nicht unbedingt meins. Habe auch die falschen Schuhe und überhaupt die falschen Klamotten an. Jetzt geht es wieder so langsam, aber sicher zurück zum Auto. Dann habe ich meine 5, 6, 7 Kilometer gelaufen und dann geht es aber auch gleich weiter zum nächsten Highlight. Und ich sage das jetzt einfach mal so und da bin ich mal gespannt, was das denn ist. Okay, wir sehen uns später. Nächster Stellplatz. Ja, nachdem ich heute Morgen hatte ich ja einen kleinen Spaziergang gemacht und bin dann an diesem wunderschönen Stellplatz mit Blick auf den Stausee aufgebrochen. Doch, ich wollte mal wieder woanders hin. Ich hatte da 2 Nächte verbracht und habe mir dann einen neuen Platz rausgesucht und guckt euch das mal an jetzt. Das ist ja jetzt mal wieder eine ganz andere Nummer. Jetzt stehe ich hier im See, unten auf dem Grund des Sees Und auch hier müssen irgendwann mal Dörfer gewesen sein, weil man hat noch den Eindruck, dass da hinten Mauern sind. Ich werde da gleich mal rüber gehen und mir das nochmal anschauen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil es ist schon wieder sehr windig. Hier sitzen auch ein paar Spanier, aber ein paar hundert Meter weiter. Die kommen auch mit ihrem Auto direkt bis hier am See gefahren. Also ein unglaubliches Gelände. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wo ich dann jetzt hier bin, dann schaltet doch im nächsten Video ein, dann geht doch nämlich der Film nahtlos weiter. Ja, und ich weiß auch, dass es schwer zu glauben ist, aber es ist völlig legal. Es gibt einen riesigen Picknickplatz mit mehreren Zufahrten zum See. Die Angler fahren herunter, direkt bis unten ans Wasser. Die Motocrossfahrer brettern durch den See, durch den Grund des Sees. Die Wohnmobilisten stehen da zuhauf. Als ich hier ankam, waren es mindestens 50. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, denkt bitte ans Abo und immer fleißig kommentieren, ja? Dankeschön, bis bald. Tschüss.